Hi, ich bin Luisa, 16 Jahre alt und mache gerade ein Auslandsjahr in Australien mit Hilfe der Organisation Kulturwerke Deutschland. Ich bin jetzt schon seit ca. einem Monat hier, werde noch 5 weitere Monate und in diesem Video erzähle ich euch alles von meiner allerersten Schulwoche hier, wie das alles so war und beantworte ganz viele Fragen. Die erste Frage lautet, wie meine Schule eigentlich aussieht. Also ich habe mich für die Henley High School entschieden. Ist eine Schule in Adelaide in Südaustralien und es gefällt mir auch ziemlich gut bis jetzt. Das Gebäude ist aber ziemlich groß und ich glaube, wir sind noch einige Schüler, so ca. 1500. Aber das fällt eigentlich gar nicht so richtig auf. Am Anfang war es ein bisschen verwirrend, weil es gibt hier halt ziemlich viele verschiedene Klassenräume, weil es sehr viele Fächer gibt. Aber man hat einfach immer irgendwelche Leute gefragt und dann hat man doch einfach seinen Weg zu den Klassenräumen gefunden. Das ist eigentlich kein Problem gewesen. Meine Schule ist generell auch ziemlich groß, weil es sehr viele verschiedene Clubs hier gibt. Es gibt zum Beispiel einen Basketballplatz, es gibt ein Fußballfeld, ein Tennisplatz, Rugbyfeld, alles Mögliche. Ansonsten entspricht die Schule auch echt meinen Erwartungen. Also ich bin super zufrieden hier, weil es eben eine ganz, ganz tolle Auswahl an Fächern gibt und alles Mögliche. Also ich kann sie euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Die zweite Frage lautet, wie eigentlich mein erster Schultag so abgelaufen ist. Also ich persönlich, weil ich ein International bin, hatte erst Dienstag Schule und nicht Montag, wo quasi der erste Schultag war. Und auch Dienstag war kein richtiger Schultag, wir hatten da einen Orientation Day. Das ist quasi, dass alle Internationals, die gerade neu angekommen sind, da hingehen. Und da haben sie uns einfach die Schule gezeigt und unsere Laptops gegeben, also es ist eine Laptop-Schule. Dann haben uns alles erklärt, wie das funktioniert, wir haben alles zusammen eingerichtet. Und da haben wir auch schon ein paar Lehrer kennengelernt, die waren auch alle super nett. Und so hat man auch dann direkt schon Leute gefunden. Die dritte Frage lautet, ob ich eigentlich schon Anschluss gefunden habe. Und da kann ich euch alle ganz arg beruhigen, ich habe tatsächlich sehr, sehr schnell Freunde gefunden. Das lag zum einen daran, dass meine Gastschwester in Australien schon ihren eigenen Freundeskreis hatte und dann hat sie mich halt denen vorgestellt und so habe ich auch ganz, ganz schnell dann Freunde gefunden. Zum anderen ist es auch so, dass die Menschen hier total chillig sind, alle sind super, super nett. Also man kann da wirklich einfach die Leute ansprechen. Wenn man sich das traut, dann findet man hier ganz schnell Leute, mit denen man in der Pause Zeit verbringen kann. Also ich bin jetzt natürlich erst seit einem Monat hier, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem schon echt einige sehr, sehr liebe Leute gefunden, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Dann kommen wir auch schon zu Frage 4. Und zwar lautet diese, welche Fächer konntest du wählen und warum hast du dich für diese entschieden? An meiner Schule gibt es eine sehr, sehr große Fächerauswahl, aber weil ich nur für 6 Monate hier bin, habe ich zufällig Fächer bekommen. Ich glaube aber, dass ich trotzdem ziemlich, ziemlich viel Glück hatte, weil ich habe Fächer wie Biomedical Science oder Fashion und Design gekriegt, was halt schon ziemlich, ziemlich cool ist, weil man das in Deutschland nicht hat. Ansonsten konnte man aber auch die Fächer noch wechseln. Also wenn man zum Beispiel sagt, boah, das Fach, das will ich gar nicht haben, konnte man das noch wechseln, das war gar kein Problem. Es ist auf jeden Fall für jeden was dabei, weil es hier ganz, ganz viel Auswahl gibt. Es ist echt ganz, ganz cool. Damit kommen wir schon zu Frage 5. Und zwar lautet diese, welche Unterschiede zum deutschen Schulsystem mir direkt aufgefallen sind. Also das, was mir als allererstes in den Kopf springt, ist, dass meine Schule viel moderner ist. Heißt, es ist eine Laptop-Schule, jeder einzelne Schüler hat Laptops, ist alles super organisiert. Es gibt viele, viele Fernseher hier in jedem einzelnen Klassenzimmer. Und was ich persönlich auch sehr cool finde, ist, dass meine Schule verschiedene Häuser hat. Also quasi Häuser nicht wie Gebäude, sondern Häuser wie in Hogwarts, dass es verschiedene Farben gibt, wo man immer eingeordnet ist. Und dann hat man auch immer eigene Gruppenräume, wo man in Pausen zum Beispiel hingehen kann, auch wenn es draußen zu heiß ist. Und dann einfach dort lernen kann, alles Mögliche. Das persönlich finde ich halt sehr, sehr nice. Also die Schulzeiten hier sind auch ein bisschen anders. Meine Schule fängt erst um 8.25 Uhr an. Heißt, ich kann ziemlich, ziemlich lange schlafen. Und geht bis 3.15 Uhr. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil man hier auch viel länger Pause hat. Also meine Pause geht 40 Minuten. In Deutschland waren es vergleichsweise halt nur 20. Das ist ganz nice. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass man hier keinen Schulranzen hat. Also man kann einen Schulranzen mitnehmen, man muss ihn aber die ganze Zeit im Spind lassen und darf halt nur seinen Laptop überall mitnehmen. Das ist ein bisschen komisch am Anfang. Man gewöhnt sich aber ziemlich schnell dran, weil man eigentlich nichts Wichtiges da drin hat. Das geht eigentlich ganz klar. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Like da lassen. Und ansonsten kannst du auch auf unseren anderen Social Media Plattformen wie TikTok oder Instagram vorbeischauen, wo wir wirklich fast jeden Tag neue Tipps und Videos rund zum Thema Austausch hochladen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.